Sie haben schon so viele Sachen in Ihrem Leben entworfen, Rennautos, Mineralwasserflaschen, Kameras und alles mögliche, über 4000 Produkte. Gibt es irgendetwas, was Sie noch nicht entworfen haben, aber es gerne täten? Ich bin dabei, zwei Riesenprojekte zu machen. Einmal ein Überweltrekord-Automobil der Überluxusklasse, das alles in den Schatten stellt, was jemals gebaut wurde. Wie teuer ist das? Bitte? Wie teuer wird das sein? Das ist so ein paar Millionen Objekt. Okay. Und dann baue ich mit Chinesen an einem riesen Flugzeug für morgen. Das habe ich noch nicht gebaut. Und zwar einer Flying Wing, einem Nurflügler. Wie ihn Hugo Junkers vor 100 Jahren in Deutschland erfunden hat. Den baue ich als Prototyp in den nächsten 2 Jahren und er wird dann möglicherweise irgendwann, Geld dafür ist in China vorhanden. Okay. Und mittlerweile bauen sie ja Airbusse in China, das wissen ja die wenigsten, die wissen auch zu bauen. Und das könnte in ein paar Jahren dann zu einem Prototyp kommen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht das aus? Oder was sind besondere Elemente darin? Ja, das Besondere ist das, was Hugo Junkers mal vor 100 Jahren erfunden hat. Die Passagiere sitzen in der Vorderkante der Tragfläche. Mhm. Die ist nämlich 3 Meter dick. Okay. Weil das ein Riesenflugzeug ist. Und die können sehen, wo sie hinfliegen. Stellen Sie sich das mal vor. Das stelle ich mir sehr schön vor. Weil zumal es ja auch Menschen gibt, die, wenn sie Zug fahren oder Bus fahren, immer nach vorne gucken müssen. Insofern ist das ja für die auch besonders gut. Das wäre ganz neu und das hat Hugo Junkers mal erfunden, nicht Colani. Also haben Sie es... baue ich nur jetzt mit den Mitteln des heutigen Flugzeugbaus erneut. Okay, also es ist keine Kopie. Es ist keine Kopie, natürlich nicht. Wir sind viel weiter im Flugzeugbau, als das Hugo Junkers seinerzeit war. Aber er war einer der ganz großen Vorläufer. Okay. Also in den nächsten 2 Jahren können wir darauf gespannt sein. Ja, wir werden den Prototyp schon sehen, ja. Ja, okay, super. Also Flugzeug, Nummer erste Antwort. Mit Flugzeugen haben Sie auch angefangen? Das ist ja mein Beruf. Ich habe ja Aerodynamik studiert und habe dann Flugzeugbau in Frankreich gemacht, bei Dassault, dem ganz Großen des französischen Flugzeugbaus, und habe dann auch später meine eigenen Flugzeuge entworfen. Ich fliege ja mit meinen von mir entwickelten Flugzeugen bis nach Sibirien. Okay, nehmen Sie mich mal mit. Na, lieber nicht. Da würden Sie Angst bekommen. Sind Sie so ein schlechter Pilot oder ein schneller Pilot? Oder? Nein. Ich fliege gerne allein. Weil sich auf jemand anders einzustellen, auf die Ängste oder Nöte, das ist immer eine Begrenzung der eigenen Fähigkeiten. Darf noch nicht mal Ihre Frau mit? Nein. Auch nicht? Ist das so eine Ein-Personen-Maschine? Oder? Nein, das ist ein Mehrsitzer, ein Zweisitzer sowieso. Aber da könnten auch 4 drin sitzen. Nur wenn ich weite Flüge mache, sind die alle mit Reservoirs voll, mit Treibstoff, damit ich nicht so oft landen muss. Okay. Ich bin ja einer der großen Figuren im japanischen Design und da muss ich sehr oft drüber. Okay. Und wie lange dauert das ungefähr? Oh, das dauert 20 Stunden, dann bin ich in Japan, nicht? Und Sie fliegen durch? Also Sie machen diese zwei Stops? Doch. Ja. Da macht man Ruhe dazwischen natürlich. Ja, ich mag die russischen Menschen generell. Sind Sie herzlicher als wir? Großartige Personen, die viel zu sehr unterbewertet sind in der Welt, die ein großes Wort mitzureden haben werden in der Zukunft. Denn die Gruppierung der BRICS-Countries, das heißt Russland, Indien, China, Venezuela, Südafrika und Südamerika, Brasilien, ich komme gerade aus Brasilien, die werden die Welt bestimmen in den nächsten 30, 40 Jahren. Was machen... Mit seinen Vasallen ist am Abschrammen, die sind am Runtergehen. Die Schulden sind so groß von denen, dass sie das überhaupt nicht mehr überleben können. Es sind die... Heute lese ich in einer Finanzzeitschrift, die chinesische Währung wird in wenigen Jahren die Weltwährung. Aus, Ende. Okay. Was haben wir in Europa falsch gemacht? Wir haben nichts falsch gemacht. Wir sind nur zu lange schon am Drücker.
Und das gibt irgendwo Ermüdungserscheinungen und das geht nach unten runter. Dieses Europa ist zu faul, zu satt, zu reich und zu blöd geworden. Aus, Ende. Das ist doch mal eine Aussage. Die Asiaten kommen, die neuen Länder kommen. Okay, alles klar, vielen Dank. Es gibt ja auch eine große Nachwuchsgemeinde an Designern. Wenn wir jetzt mal an junge Designer denken, ich meine, Sie sind jetzt schon so eine Koryphäe, Sie werden ständig über den Kakao gelobt und als der Weltmeister der eleganten Kurve betitelt. Wie kommen Sie mit solchen Lobeshymnen klar? Die lassen mich völlig kalt. Das ist sehr nett, wenn man das hört, aber das ist oft auch nicht so gemeint, wie es gesagt wird. Und ich habe jungen Designern eigentlich nur eines zu sagen. Sauber bleiben, ehrlich bleiben und für die gute Sache kämpfen. Auch im Design gibt es Abtrünnige und Versager und Maulhuren, die da großes Geld machen und eigentlich nichts können. Okay, und wie wichtig sind Ihnen Preise? Die sind ja für die Arbeit. Die sind auch unwichtig heute. In der heutigen Zeit kann man sich einen Professorentitel und einen Preis für irgendein Design, den kann man sich kaufen. Okay. Ich verfüge über solche Mittel, ich könnte mir Dutzende von Preisen kaufen. Was habe ich davon? Ja, aber zum Beispiel gerade als junger Designer ist es ja schwierig, Fuß zu fassen in der Industrie. Sie kennen das ja vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es früher war. Sie dürfen so lange im Design Prostitution betreiben, bis Sie Ihr Süppchen verdienen und nicht mehr verhungern. Dann müssen Sie anfangen, ehrlich zu sein. Ach so, vorher sind kleine vorher Lügen. Da dürfen Sie leicht links laufen. Das müssen Sie sogar, um der Mafia, der Presse zu gefallen. War das bei Ihnen auch so? Natürlich. Wie haben Sie sich prostituiert damals? Oh ja, mit allem Möglichen. Wer kam und 7,50 Euro angeboten hat oder 7,50 Mark, der wurde genommen. Heute wähle ich mir natürlich die Leute aus, mit denen ich zusammenarbeite. Aber in der Frühphase hat jeder junge Designer das Recht, krumme Wege zu gehen, solange bis er sein Süppchen verdient. Dann muss er sauber werden. Sie haben ja auch immer ein großes Herz für die Ökologie. Sie möchten ja mit Ihren Entwürfen nicht nur ästhetische Objekte entwerfen, sondern eben auch die Natur schonen. Wie weit sind wir in diesem Prozess des Schone die Umwelt? Also geht es Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung oder haben wir zwischendurch wieder mal einen Schritt zurück gemacht? Nicht einen Schritt. Alle Schritte, die möglich sind, haben wir zurückgemacht. Es gibt kein ökologisches Design mehr. Design ist heute eigentlich ein schlimmer Name. Früher hieß das Formgestaltung und hatte einen seriösen Hintergrund. Heute ist das Hurerei. Das ist reine Hurerei heute. Heute wird so viel Dreck über so viel freche Kanäle verscheuert für Unsummen. Das ist einem die Schamröte ins Gesicht treibt, wenn man sieht, was heute mit dem Wort Design gemacht wird. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in Ihre Kindheit. Ich habe gelesen, Ihre Eltern haben Ihnen nicht klassische Spielzeuge gegeben, sondern Sie haben gleich eine Bastelkammer bekommen, damit Sie auch eben kreativ gefördert werden. Gibt es eine Szene oder einen bestimmten Moment, was in Ihrem Kopf noch so präsent ist, was in Ihrer Kindheit war? Ja, natürlich. Im Kühlschrank meiner Mama, den ich heute noch habe, steht ein Äffchen von 5 cm Größe aus Knete. Den habe ich als Dreijähriger gemacht. Okay. Und den hat sie mir aus den Händen genommen und hat gesagt, den kriegst du, weil ich den zusammengeknetet hätte und hätte nachher ein Auto draus gemacht. Den habe ich heute noch. Wo steht der? Ja, der ist bei mir natürlich im Safe. Nicht? Aber nicht im Kühlschrank, also im Safe schon. Ja, ja. Okay. Aber ich bin von frühester Kindheit an von meinen Eltern, meine Mutter eine großartige Philosophin und mein Vater ein Filmarchitekt, in die richtige Richtung gelassen worden. Ich wurde nicht begrenzt. Ich durfte und ich wurde sogar leicht geschoben. Schauen Sie sich Uhrenläden an. Ich laufe hier laufend durch große Hauptstraßen. Es ist nicht zu glauben, was für alter Schrott darum liegt, der immer wieder neu und teuer verkauft wird. Es gibt heute
nicht mehr das freie Denken der Designer. Die sind heute alle mit verknoteten Hirnströmungen am Werk und trauen sich nicht mehr. Die Angst grassiert. Und das wird bewusst gesteuert von gewissen Elementen in dieser Welt, die ein Interesse daran haben, die Angst hochzubauen, um wieder ausschöpfen zu können durch kriegerische Handlungen. Und das ist die amerikanische Seite in der Welt. Das bedeutet für den Konsumenten, für den Verbraucher ja eigentlich Negatives, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wenn man dem entkommen möchte, dass man einfach viel kritischer sein muss und oder gibt es kein Entkommen für den Verbraucher? Es gibt kein Entkommen, weil das Netzwerk der Medien und das Netzwerk der Verkaufsorganisationen so stark ist, dass es nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, dieses Netzwerk für den Einfachen auf der Straße zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Deutschland ist nicht ein Land für Revolutionen. Das hat es früher mal gegeben, als die noch ein bisschen freier waren. Heute schauen sich die Nachrichtenformulierungen in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Wir sind eine Bananenrepublik. Schauen Sie sich den Berliner Flughafen an und den Bahnhof in Stuttgart. Da sind Lumpen am Werk, die Milliarden stehlen, die der Armselige, der hier rumsteht, mit seinen Steuern zu bezahlen hat. Und es gibt kein Entkommen. Der große Beschiss ist am Laufen. Wahrheit ist heute in der Zeit der Lüge ein sehr trauriges kleines Pflänzchen, dass man selbst mit Wasser und mit Dünger nicht mehr zu retten imstande ist. Man muss es vielleicht mit Mut retten. Ich habe einen Wohnsitz in Shanghai, stellt euch das mal vor. Wie werden wir 2040 leben? Ist ja schon bald. Das kommt darauf an, ob die positiven Länder dieser Welt den negativen Ländern dieser Welt das Wasser abgraben. Ja, diese Wall Street-Lumpen, wie haben die sich abgearbeitet und runter intrigiert, diese Finanzmagier, diese sogenannten? Weg sind sie vom Fenster. Ja, das bedeutet doch eigentlich, dass es, ich sag mal, in Anführungsstrichen fair abläuft, dass man das kassiert, was man verdient. Es scheint à la longue, auf lange Sicht, eine Form von Wahrheit zu finden. Der da oben, wie immer man ihn bezeichnet, hier saßen gerade Kuwaitis, die nennen es Allah, wir nennen es Gott, die anderen nennen es Vishnu oder Buddha. Die da oben scheinen diese Welt noch ein bisschen positiv gepolt zu haben. Das scheint noch zu funktionieren, dass die Dreckigen nicht so lange am Ruder bleiben, wie sie es gerne möchten. Dass die Besseren es doch gewinnen und der einfache Mensch Hoffnung schöpfen kann. Das bedeutet, es gibt doch am Ende eine Rettung für die guten Designer. Es gibt eine Hoffnung. Für gute Designer gibt es immer Rettung, natürlich. Okay, dann bedanke ich mich vielmals für das Interview. Danke. Wenn Sie 5% von dem senden, was ich hier gesagt habe, kriegen Sie von mir einen Nobelpreis. Dankeschön. Vielen Dank. 95% streicht ihr weg. Dankeschön. Danke.